Paul, du gibst mir 5 verfluchte Schriftrolle. Fick dich. Um es so auszudrücken. Nein, man sollte nicht fluchen. Mach's kurz. Ganz toll, ich werde sie garantiert nicht noch einmal lesen. Natürlich. Da lege ich mich ja lieber mit diesem Rotsonnengeschmeiß an. Und dich sollte ich umbringen. Aber ich bin ja nicht so. Was du willst nicht, dass ich meinen Ruf um 8 verschlechtert. Ich habe mir gerade auf 16 hochgeprügelt. Ja, selbstverständlich. So, hier sind die Morgensonnenspaten. Da gehen wir noch nicht hin. Da können wir am Anfang erstmal 2 Feuerbälle reinlernen, bevor die überhaupt mit uns reden. Dazu müssen wir uns zwar nochmal ruhen, aber das beschleunigt das Ganze, weil die greifen einen eh nur an und sind beleidigt und welche Stufe bist du denn? Ja, ein Feuerball macht schon mal. Mach's kurz. 30 Maximalschaden. Und 5 Minimalschaden. So, schön weit drum rumgehen. Ja. Suchen wir noch mehr Waldschrate und anderes Gezeugs, Getier. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Ja, ich mag die Gruppe auch. Ja, alles klar. Und Spinnen und ihr ja, geht so lieber vor. Weg. Was immer ihr braucht. Ach, Spinnen werden von Spinnennetzen ja nicht angegriffen. Dann muss ich den Feuerball da wohl hin. Oh nein, eine Phasenspinne! Was? Töte sie, Zwerg, töte sie! Ich bin gut. Ja? Du auch zurück. Nein. Sind erst rein in den Tod gelaufen. Die Phasenspinne ist aber tot. Okay, Briaga kommt allein gegen eine Phasenspinne an. Unschön. So war das auf jeden Fall nicht geplant. Kann man nichts machen. Zum Glück sind wir hier. Was? Hier verschwende ich nur meine Talente. Ich dachte, in dem Gebiet gibt keine Spinnennetze. Tja, so kann man sich irren. Ah, Phasenspinnen sind aber fies. Die beamen sich einfach mal hinter dich und oder hinter einem, besser gesagt, hinter dich. Ich spreche euch immer mit du an. Hinter euch, müsste ich eher sagen. So. Sammeln und nein! Und da sind wir wieder so gut wie tot. Diesmal ist das ganze Team bis auf der Hauptheld eingenetzt. Wir sterben dann eh weg, wir fliegen. Ja, wenn man im Netz ist, wird man irgendwie leichter getroffen. Das fragt mich nicht, nur meine wie viel, aber man wird leichter getroffen. So, ganz vorsichtig. Nochmal speichern. Wir müssen ganz, ganz vorsichtig sein. Und nicht das dumme Spinnennetz auslösen. So willst du nicht auslösen. Naja. Könnt euch jetzt zugucken lassen, wie das Team stirbt, weil ich den erstens keine Befehle gegeben habe und zweitens. Naja, speichern. Ist gut, dass man nicht kann, aber wollte ich sowieso nicht. Also versuchen wir mal. Imoen, such Spinnen. Verstanden. So schon viel besser. So, dann können wir jetzt hier Krieg machen. Verschwende ich nur meine Talente. Imoen? Okay, okay, dahin. Schön. Du bist ihr auch habt Liebe fallen. Mach's kurz. Los, kommt her. Schwertspinner. Oh. Nein, die Phasenspinner. Ja. Selbstverständlich. Ich hab's gewusst. Im Prinzip habe ich gewusst, dass sie da auftauchen wird. Oh. Naja, ihr dürft bei der Spinnen metzeln, während ich hier die Phasenspinner verarschen muss. Ah, gut. Oh, ist doch. Muss wohl was gibt es?
Ist was los? Hat eine Stufe bekommen. So, hier, alle auf die Spinne. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. So. Ja, ja, schickt erstmal die andere Spinne, bevor ihr die anscheinend unbesiegbare Geisterspinne töten sollt. Ja, du darfst die mal auch angreifen. Also die Geisterspinne bringt nicht mehr Erfahrung als eine Phasenspinne, aber wird trotzdem nicht getroffen. Das ist sehr interessant. Nennen wir es interessant. Juhu, Stufe! Stufe erhöhen. Ergebnisse des Aufstiegs. Zusätzliche Waffenfertigkeit 1. Ja, der ganze Kram wurde reduziert. Magiezauber des dritten Grades plus 1. Zusätzliche Treffpunkte plus 6. Sahnenkunde erhöht um 3. Worauf wollen wir denn? Kampfstäbe. Schleuder. Wir gehen auf Schleuder, weil sie Schleudern benutzt. Einverstanden. Die Moen darf auch aufsteigen. Stufe erhöhen. Ergebnis des Aufstiegs. Bla bla bla. Taschendiebstahl leise bewegen. Ja, möchte ich mich auf leise bewegen gehen. Fallenstellen ist egal. Also sie kriegt auch ein ETW 0 reduziert und zusätzliche Fähigkeitspunkte von 20 und 8 Treffpunkte. Ich werde einfach mal weiter in... gehen wir nochmal... Wenn der Dieb diese Fähigkeit nutzt, kann er sich geräuschlos in den Schatten verborgen. Ah, nee, das brauchen wir nicht. Dann gehen wir doch auf Schlösser öffnen. Machen wir das mal auf 100 hoch. Und den Rest packen wir nochmal in Fallen finden. So, dann ist die für die Sachen wenigstens schon mal ganz geeignet. So. Ja? Dann, das waren die beiden. Gehen wir noch ein Stück. Ja, wo immer Minsk auch hingeht, macht das Böse einen Schritt zur Seite. Aber hier sind zum Glück keine Spinnen mehr. Ich freue mich schon, wenn Minsk das, nennen wir es einfach mal Spinnenschwert hat. In mein Schwert, Böse, solange du noch kannst. Denn Minsk wird dir keinen solch einfachen Tod gönnen. Es gibt einen sehr coolen Zweihänder der Handlungsfreiheit auf die Person. Das heißt, sie können hier drin sich so fröhlich rumbewegen und rumlaufen und, Hören wir es einmal so, wir können dieses Spinnennetz irgendwo hinzaubern, was wir selber zaubern können. Da fällt mir ein, ich habe noch gar nicht den dritten Slot belegt. Einmal mehr als Meteoriten, genau. Feuerball, zwei Feuerbälle, einmal mehr als Meteoriten. Ist schön. So. Nein! Warum? Ja, natürlich. Bitte beim letzten Ding nochmal. Ja, nuschel ich mir was zurecht. Ja. So, hier sind wir dann gleich. Ja, die tollen Morgenröten. Die scharlachroten Magier sind noch da in der Mitte. Wie mache ich das denn? Wie schnetzeln und metzeln wir die denn jetzt am besten? Ich habe ja, ich weiß ja nicht, ob ich meinen eigenen Vorschlag beherzigen soll, einfach mal Feuerbälle reinzujagen. Geht dann nach unten so schnell ihr könnt. Natürlich Imran wieder. Applaus für Imran, jedes Mal. Sie muss eine Stärke von 0 haben oder so, so oft wie sie eingefangen wird und sich nicht befreien kann. Obwohl Rettungswurf gegen Odem-Waffe ist das ja, glaube ich, nicht stärker. In Warhammer Quest ist das stärker, aber Warhammer Quest ist auch kein Computerspiel. Zumindest glaube ich nicht, dass es das mittlerweile das System als Computerspiel gibt. Habe ich zumindest noch nie nachgeguckt und auch nie gefunden. Wobei, wenn man darauf nicht achtet, kann man es auch nicht finden. Aber ja, wir können auch nicht speichern. Ja. So, die Magier. Ja. Töten wir nächstes Mal einfach. Ja, wir töten sie einfach nächstes Mal. Also lassen wir Bo quieken und ich verabschiede euch. Bis zum nächsten Mal.
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hatte meinen Spaß, auch wenn ich mich die ganze Zeit am Beschweren bin. Also, tschüss.